Bei der Pressekonferenz des Wirtschaftsbundes am 4. März im Café Landmann präsentieren Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und Generalsekretär Peter Haubner ihre Analyse zu den erfolgreichen Wirtschaftskammerwahlen. Generalsekretär Peter Haubner eröffnet das Gespräch und betont die Wahlgewinne in allen Bundesländern. Also ich glaube ganz wesentlich, man kann sagen, es gibt einen Sieger, das ist der Wirtschaftsbund. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Wir haben einerseits in allen Bundesländern den Präsidenten gestellt. Besonders erfreulich ist das Ergebnis in Kärnten, wo der Wirtschaftsbund jetzt dreimal so stark ist wie die Freiheitlichen. Das ist ein tolles Ergebnis, das hätte uns vor der Wahl kaum jemand zugetraut. Christoph Leitl begründet den Wahlerfolg mit der konsequenten politischen Linie des Wirtschaftsbundes. Wahrheit sagen, Linie halten, bringt Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Das, was im bürgerlichen Beruf selbstverständlich ist, gilt auch für den politischen Beruf. Der Wirtschaftskammerpräsident sieht das Land in einer Zeit der Weichenstellung. Um die Weichen richtig zu stellen, nennt Christoph Leitl drei wichtige Faktoren. Wachstumssteigerung statt Steigerung der Arbeitslosigkeit. Das heißt, Bürokratie senken statt Steuer senken. Das heißt, Erneuerung statt Steuererhöhungen. Wesentliches Ziel ist die Steigerung des Wachstums und die Senkung der Arbeitslosigkeit. Daran zu arbeiten, das ist Aufgabe und Beitrag des Wirtschaftsbundes. Christoph Leitl ist überzeugt, für Unternehmer muss es auf bürokratischer Ebene endlich Entlastungen geben. Die ganze unübersichtliche Lohnnebenkostenverrechnung mit 360 Beitragsgruppen zusammenzufassen, zu einem ganz einfachen Pauschalsatz, der abgeliefert wird, für den Betrieb eine dramatische bürokratische Entlastung und Wegfallen von Kontrollen und von Strafen. Klar spricht sich der Wirtschaftskammerpräsident gegen neue Steuern aus. Neue Steuern heißt, den Betrieben Kraft zu entziehen für Wachstum und damit für Schaffung neuer Jobs. Und höhere Steuern heißen, den Konsumenten Kaufkraft zu entziehen und damit die Wirtschaft zu schwächen. Wer jetzt über höhere Steuern spekuliert, aber nicht an die Erneuerung der Systeme, wo viel Geld drinnen liegt, geht, handelt unverantwortlich für dieses Land, handelt unverantwortlich für die nächsten Generationen, handelt unverantwortlich für die Zukunft. Erneuerung der Systeme – ein wichtiges und schwieriges Unterfangen. Für den Wirtschaftsbund ist dies nicht nur ein Vorhaben, sondern Programm.